Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Happy Wheels, der Unfallsimulator. Tag, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Happy Wheels. Wir sind nach wie vor hier im Level von Bacchaeolus. Diesen Weg hier, wo der Pfeil sind zeigt, habe ich schon geschafft. Jetzt versuche ich eine Episode lang noch den alternativen Weg. Dann ist aber Feierabend. Ich möchte euch nicht mehr langweilen mit Levels, die man zu lange spielt. Maximal zwei Episoden, sage ich immer. Danach ist Schluss, ja. Okay, auf geht's. Ich habe diesen Level wohlgemerkt geschafft, obwohl die Level-Tester, meine drei, es mir eigentlich nicht zugetraut haben. Zumindest zwei. Ah! Ah! Fuck! Okay, ich bin ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Ich hätte jetzt eher mit den Rädern nach oben steuern müssen, dann hätten mir die Minen wahrscheinlich... Ja, toll. Hätten mir die Minen wahrscheinlich nichts ausgemacht. Bam. So, nochmal. Ich könnte es auch mal mit dem anderen Charakter ausprobieren, oder? Weiß ich gar nicht, ob das geht gerade. Doch, würde gehen. Komm. Versuchen wir das mal. Ich versuche das jetzt mal. Und zwar... Was mit dem hier ist, zum Beispiel. Da bin ich ja unten geschützt. Schauen wir mal. Ja. Ich schaff's ja nicht mal. Oh ja, gut gelöst, der Frenkel, wieder zurückgestiegen. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus, alles, ne? Ja, ja, genau. Das Ding ist jetzt gut geschützt gegen Minen. Aber nicht so gut, dass man das so einfach überleben würde. Und die Frage ist, ich kann mit dem Ding ja jetzt nicht springen, ne? Das heißt, ich müsste ja so durchfahren. Und das ist natürlich... Ah, da sind wir geschickt drüber. Nee, das geht mit dem auch nicht leichter. Das könnt ihr vergessen. Wir gehen zurück zum alten Sack. Den kenne ich. Den finde ich am besten. Damit kann ich fliegen, hüpfen. Und es kommt einfach nur so ein bisschen auf mein Geschick an. Dass ich hier gerade nicht gerade bewiesen habe. So, weiter, komm. Ich war einmal schon so weit. Und dann habe ich leider einen kleinen Fehler gemacht. Und dann war es das. So, jetzt hier drüber. Ich bin ganz entspannt. Alles ist gut. Die Welt ist schön und bunt. Und ich bin völlig in mir selbst. Bei mir selbst. Ich bin brillant. Ich schaffe das jetzt. Ja. Mann, ich habe mal gehört, wenn man sich einfach sowas einredet, dann klappt das auch. Das nennt sich positives Denken, aber das hilft ein Scheißdreck. Ein Scheißdreck hilft das. Dabei ist das gar nicht mal so schwer, glaube ich. wenn man nicht genau auf der Mine landet. Also, ich wollte eigentlich nicht genau auf dem roten Punkt landen, weil das ist ja der Auslöser der Mine, ja? Das hatte ich eigentlich nicht vor gerade, sondern genau das Gegenteil wollte ich. Und, naja. Nochmal. Wenn ich hier drauf fahre und dann mich drehe, sodass ich mit dem Rad gegen die scheiß Klingen fliege, dann könnte ich das überleben. Wir könnten diese Variante mal testen. Versuchen wir mal, komm. Also nicht gerade beim ersten, da das wäre auch so zu schaffen, oder? Ja. Okay, die Mine ist zu stark. Da reißt einem auch so den Kopf weg. Also, das Ziel muss lauten, nicht berühren. Ja, ja, jetzt schlenkern mir die Beine aber ganz schön bescheuert hier in der Gegend rum und deswegen habe ich sie einfach mal kurz entsorgt. Okay. Ja, ist klar. Habe ich gesehen. Habe ich ganz bewusst so gemacht. So, der rollt jetzt irgendwie so ein bisschen unrund. Merkt ihr das? Da wird das nicht leichter, muss ich gestehen. Warum rollt der so unrund? Da klemmt wahrscheinlich Blut und Gedärm zwischen den Reifen. Nicht zwischen den Reifen, sondern zwischen den Felgen. Nein, nicht zwischen den Felgen, zwischen den Speichen. So, jetzt habe ich es. Ja, und so geht das natürlich gar nicht. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich einfach mal komplett drüber rase? Das habe ich auch noch nicht ausprobiert, glaube ich, ne? Das versuchen wir jetzt mal. Wenn ich ganz leicht springe und dann einfach versuche, durch gut Glück
Uah! Drüber zu rasen. Moment. Probieren wir mal aus. So, die hier müsste man ja eigentlich so kommen, ne? Sag ich doch. Ne? Das war klar, das habe ich genauso bewusst gemacht wieder. Und jetzt! Mit Schmackes! Und nur einmal, ja, jetzt rollt er wieder so unrund. Scheiße! Ja, auch mit dem Rücken auf der Mine. Auch nicht gut. Als ob ich es geahnt hätte. Bam! Und das war super. Das war jetzt weniger gut. Jetzt fahre ich auch noch auf die Mine da oben, ich Doofkopf. Aber da unten, habt ihr es gehört? Habt ihr es gesehen? Da ist die eine Mine auch ausgelöst worden. Dadurch wird es wieder ein bisschen leichter. Komme ich da drüber? Ja, komme ich da drüber? Schauen wir mal. Und ich habe viele Körperteile, die ich jetzt vielleicht vor mir herschieben kann. Das versuchen wir jetzt mal. Da brauchen wir die Düse so. Ja, immerhin. Immerhin. Da haben wir noch ein Körperteil. Das schieben wir gleich mal weiter. Vorsichtig. Die Mine kann man auch wegschieben. Das ist ja interessant. Ja. Okay, mein lieber Freund. Ah, fuck! Das kann doch nicht wahr sein, ey! Das war so intelligent von mir! Ich bin so schlau! Schreibt's mir in die Kommentare, Harald ist so schlau! Und dann sowas. Reines Pech war das jetzt. Aber wirklich, mal ganz ehrlich. Das war brillant! Im Ansatz brillant! Können die Beine bitte nach unten fallen? Oder die Arme? Damit ich die da wieder drauf schieben kann. Vielleicht, ja, rückwärts fliegen ist nicht so gut. Ich weiß, ich kann die Düse auch in die andere Richtung drehen. Ich will nicht! Dies nur zur Info, falls mir das wieder jemand in die Kommentare schreiben will. Quasi mir Informationen zuteil werden lassen möchte, die ich gar nicht haben möchte. So. Okay, jetzt haben wir wieder ein paar Körperteile. Die können wir ein bisschen schieben wieder. Versuchen wir es nochmal auf die Tour. Das war schon mal nicht schlecht. Nicht so weit. Oh Gott, war das knapp. War das knapp, mein lieber Freund. Hoi, hoi, hoi. So, weiter. So, jetzt habe ich mir den Arm nochmal gebrochen. Sehr schön. So, und jetzt wird es hier wieder ein bisschen riskant. Ich darf nicht zu nah ran an die Mine, ne? Das ist das Problem. So geht das. Komm, weiter. Ja! Genau so habe ich das gewollt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir bei diesen scheiß Kackvögeln da vorbeikommen noch. Was mich noch irritiert ist, dass da steht, scheint, als wären das alle gewesen. Das heißt also, es könnte noch welche kommen. So, und das letzte Mal bin ich hier gestorben, weil, warum? Weil der blöde Penner da unten am Fuß was liegen hat. Ja? Wie komme ich denn jetzt da am besten drüber? Wenn ich drüber fliege, dann wird er mich abstechen, ganz übel. Durch! Ja, komm! Komm, Baby! Baby, fly! Robin, fly! Es geht nicht. Jetzt. Langsam darüber. Nein! So eine Scheiße! Ich war so nah dran. Mann. Ganz ruhig. Ich dreh gar nicht durch übrigens. Also ich mach das nur aus Schau. Aus Schau! Komm weiter, komm. Jetzt sei mal nicht so zickig, alter Mann. Komm, drüber. Wenn er den Kopf behalten hätte, dann wäre das gut gewesen. Dann hätte ich wieder Körperteile zum Schieben gehabt. Manche nennen das ja auch gern Schiebung, aber das ist mir scheißegal. Ich nutze den Level so aus, wie er ausnutzbar ist. Ja, und deswegen finde ich das völlig gerechtfertigt, dass ich hier mit Körperteilen arbeite, die rumliegen. Ganz bewusst. Und verdammte Kacke, der Scheißkopf da oben! Ja. Ich habe immer noch über 5 Minuten Zeit, das in dieser Episode zu schaffen. Danach wäre dann Feierabend. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, dass ich es nicht probiert hätte. Und vor allen Dingen, es war ja eigentlich fast schon gut, ne?
Das war ja schon fast brillant vorhin. So, drüber, komm. Ja, das war jetzt besser. So, dann müssen wir die Körperteile mal einsammeln. Möglichst, ja, so, das ist richtig. Und jetzt können wir sie vor uns herschieben. Gleich. Wir brauchen noch ein bisschen Schwung. So, jetzt. Auf geht's! Sehr gut. Und weiter geht's. So, dann schieben wir... Ah! Boah, das war knapp. Oh, das war... Ah, scheiße! Fick doch die Henne. Aber gut, ihr seht, es geht. Ja, weil ich bin ja bis zu der Stelle gekommen, die ich beim anderen Weg schon hatte. Das heißt, ich habe es ja quasi jetzt auch auf dem alternativen Weg quasi schon geschafft. Ja? So, jetzt versuchen wir es aber trotzdem nochmal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Nicht mehr viel, aber immerhin. So, Körperteile bitte alle da vorne hin. Ja, sehr gut. Sind nur zwei, aber das könnte reichen. Ach komm, löse halt aus! Na also. Geht doch, sag ich doch. Hat sich noch ein bisschen bewegt, der Arm. Schieben wir das weiter, das Zeug hier. So, jetzt vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja. Oh, scheiße, da ist noch eine. Verflucht. Oh, da ist noch eine. Oh, oh, oh. Komme ich über die eine drüber? Nur über diese eine scheiß Mine muss ich drüber. Ah! Okay, so. Und jetzt muss ich da wieder durch. Kopf einziehen. Und jetzt hoch da. Komm. Jawohl. Und stopp, 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 stopp. Ich habe schon wieder vergessen, wie es hier weiterging. Das war noch nicht problematisch hier. Da konnte ich einfach drüber fahren. Hör auf. Hör auf zu schießen, du Arschloch. Hör auf. Okay, ich habe es überlebt. Jetzt müssen wir da die Pfeile erstmal überwinden. Und zwar möglichst ohne da drauf zu fallen. So, und was war hier nochmal? Da war drüberfliegen angesagt, glaube ich, ne? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Mein Gedächtnis ist so schlecht. Also, hopp. Okay. Und da hieß es dann, kämpf gegen mich. Das war aber schon erledigt. Das ist auch jetzt erledigt. Ich glaube nicht, dass das Absicht ist, aber gut. Okay. Oh, scheiße, jetzt habe ich aber ein Ding da tief drin stecken, ey. So! Freunde, ich hab's! Den Level auf dem zweiten Weg geschafft. Ich hab dich vernichtet, Bucky Olus. Ja, vernichtet. Obwohl zwei meiner Level-Designer gesagt haben, meiner Level-Tester, ich schaff das nicht. So, für heute ist Feierabend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst mir ein Like da und macht neue Levels, bitte. Macht neue Levels für mich und dann sehen wir uns wieder. Danke. Ciao, ciao.